Der Frieden wurde erklärt. Naja, jetzt haben sie, jetzt sind Frieden sie. wurde erklärt. Ich glaube, die skandinavische Allianz verliert den Krieg. Weil die Ostallianz verliert den Krieg gegen den Osmanen. Ich glaube, Georgien überlebt das nicht. User joined your channel. Hallo? Hallo. Hast du mitgekriegt, dass da ein bisschen im Osten Streit herrscht? So halb. Es gibt einen So halb. georgisch-ottomanischen Grenzkrieg, aber komischerweise gibt es keinen einzigen Anspruch für die. Komischerweise gibt es gar keine Grenze. Nee, es gibt keine Gre Ansprüche über die Grenze Eigentlich übergreifend. da oben nichts belagern, da belagere ich schon Ich kann ja die ganzen Belagerungen Niemand abgeben. hat Ansprüche auf Georgien. Machst du Und dann einen trotzdem gibt es einen Separatfrieden später? Die Ja, werden ich mache wahrscheinlich das einen entlassen separaten. wollen. Die wollen den Russen wahrscheinlich noch endgültig schwächen. Ich meine, Doch, der dem Russe Russen hat verleihen sie jetzt den Ansprüche Todesstoß. und der Russe hat Ansprüche auf Georgien. Ja, der Russe ist aber mit Georgien im Krieg. Ja. Komisch. Nice, da unten die 25.000 Mann von mir werden gleich angegriffen. Komm ich. Wir haben keinen General, das ist Warte, Kacke. ich komme. Wird in den Kolonien eigentlich Krieg geführt? Ja, gleich. Ja. Nein, Korea ich wird gleich meine. leiden. Nein, also der Ostkonflikt findet auch in den Kolonien statt. Zwischen wem denn? Naja, zwischen den 1, 2, 3, 4 Kolonien der Ossis und der einen Kolonie der Ossis Araber. einfach. Die Na, die Araber, die Araber da haben. Kolonien haben, ach so Die Araber doch, haben da auf dem arabisch, da Südkontinent unten. Kolonien und die anderen haben auf dem Nordkolonien. Ja, da ist aber nix. Also zumindest sehe ich da nix. Nee, da findet auch noch nichts statt. Ich hab alle. Wie kann ich das einstellen, dass ich nur einen Spieler sehen kann? Ich kann irgendwie das nicht mehr umschalten. Da Ah, doch unten jetzt. rechts ist so eine, Buggy. Ist nur Buggy gewesen. okay. Ach du, Hannover annektiert, schön. Ja, schon länger. Ich Hier hab kann ich gedacht, mal. Baden gehört zu Köln dazu, aber das ist ja gar nicht so. Nein, das habe ich entlassen. Hast du Deswegen Frieden? kommt der Köln-Spieler doch auch nicht mehr. Wo du Baden entlassen hast? Das hat eine längere Hintergrundgeschichte. Halt, gibst du mir dann alle Festungen belagern, damit ich mehr Kriegsstand habe. Ja, dann muss ich die selber nochmal belagern. Ja, aber dann kann ich mehr fordern. Ja, dann kann ich aber mehr fordern. Heiko, stell einfach deine Jungs auf die entsprechenden Länder drauf. Dann kann Oder? er nicht mehr neue Truppen bauen. Ja, das ist ja alles belagert, der kann keine Truppen mehr bauen. Genau, aber sobald er dann Frieden schließt und du alles neu belagern musst, dann mach's einfach. Das Ja, wäre okay. aber, das ist allerdings dann nicht im Sinne der ursprünglich genannten Regeln Kriegsstand ausnutzen. Die Regeln gibt's nicht mehr. Regeln gibt's nicht mehr, die wurden alle aufgehoben, alle, egal welche. Nee, im Ernst. Weil Heiko alle Das ist gebrochen aber, Moment, das ist aber Natürlich. auch eine gute Ach, und da kommen Regel. noch mal Truppen, ich brauche deine Also Unterstützung. nur die Geht mal schon mal. spielinternen Regeln zu benutzen, ist auch keine schlechte Regel. Ja, EU4 ist schlicht und ergreifend ein Bündnisspiel. Das bedeutet, es wird immer unfair sein, egal was man tut. Man kann Naja, es die nie fair Welt war noch machen. nie fair. Krieg war noch nie fair. Oh, nein. Leben war nie fair. Oh nein, unsere Staatsehe mit Preußen ist vorbei. Oh, dann bin ich hier gleich in der Neue. Ach komm, ich mach das. Weißt Ich du habe was, sie minus haben. Prestige, wenn ich mit dir Staatsehen mache, weil du weniger wert bist als ich. Eigentlich, Köln könnte dir am Lautes meisten schaden, Spiel. wenn sie ganz viel von dir belagern. Ja, Und Köln dadurch hat einfach bei dir Kriegswürdigkeit erzeugen. möchte mal sehen, wie Köln irgendwas bei mir belagert. Weißt du, Köln gewinnt den Krieg gegen Schweden. Gegen Schweden, genau. Gegen Kastilien. Echt jetzt? Ja. Köln hat Truppen in Kastilien und gewinnt dort den Ich glaube, Krieg. das liegt Ja, ich eher habe Frankfurt an. belagert. Ja, es liegt auch an den Kolonialtruppen, aber Kastilien hat keine Truppen mehr. Okay, ja, cool. Habe ich privat mit Köln. Ich kann keinen Frieden machen. Echt Aber ich jetzt? kann. Aber ich Du kann musst die Hauptstädte Burgen, machen, du musst ihm nur die ja. Ja, Burgen ich gebe geben. dir was. Was brauchst du denn sonst noch? Nee, ich kann selber separat Frieden machen. Halt. Ja. Selbst. Ja, du müsstest halt Es komplett reicht. separat Frieden machen, also auch mit Heiko, Böhmen es ist ja reicht, wenn du klar. ihm die Burgen gibst. Dann kann er schon. Dann kriegt er die Heiko, meisten du Kriegsstand. Dann bräuchte ich nicht mehr Hurensohn. Kriegsstand. Okay. Das ist genau noch eine Chance, mich nicht nochmal zu beleidigen. Muss ich nicht mal entschuldigen, aber wenn du mich nochmal Finally beleidigst, dann joined your tut's mir leid, dann channel. muss ich leider bannen. Hallo Und Johannes ist Johannes. da. Ah, hi. Hi. Wie geht's? Geht's? Ganz gut, ganz gut. Heiko, ich Und bin Köln überhaupt wird nicht bei gerade dir in gefickt, dem genauso Chat. wie Böhmen. Heiko, Ja, ja. ich kann Kontrolle, niemanden in oder? YouTube, ich kann niemanden zum Chat machen. Was? Heiko? Marius hat für Ups, Kastilien gefickt. Würdest du mir Mainz geben? Hessen? Ist es Mainz Also, er gehört fickt dir. gerade Kastilien. Entschuldigung, Frankfurt, Mann. Ich Vergangenheitsform. seh's. Sieht sehr schön aus. Da sind übrigens schon wieder Truppen vom Feind.
Meine können nicht rechtzeitig hinterher. Ich schicke nochmal 30.000 an. Wieso hat sich eigentlich niemand um Aragorn gekümmert? Hat sich, du warst einfach zu lang weg. Ist Aragorn und so weiter besetzt, also Kastilien, Aragorn, England. Aragorn ist ein komplett freies Land. Mit niemandem im Krieg. Das war mal kaputt. Ob Spieler drin stecken oder ob das gerade hier gegen KI. Was denn gespielt? Kastilien ist KI. Aragorn ist ein Spieler. England. Nicht mehr da. Köln ist tot. Tot. Ah. Nee, Köln ist noch nicht tot, aber besetzt. Nein, ein Spieler. Also. Nein. Wie viele sind noch da? Nicht mehr so viele. Dutzend. Chromio hat's verkackt. Ich meine, das Reich wurde total zerstört. Es gab zwei. Also, erstens haben sich die Janitscharen freigebrochen. Er hat große Landmassen verloren. Dummweg. Und das zweite ist, der Osmane und der Araber haben gemeinsam den Überfall auf die Allianz geführt. Und gewonnen, haushoch. Ich schätze ja. Also, ich glaube, der Krieg ist vorbei und sie haben, ich glaube, gewonnen. Ah, ich schau mal runter zu Russland und frag, wie es denen geht. Russland geht es insofern nicht so gut, als dass die Kosaken sich unabhängig gemacht haben. Und Sibirien. Und Ming? Teil. Fäusten, kannst du mir mal helfen, noch da unten die paar tausend Kölner zu besiegen, weil die sind echt nervig. Egal. Alter, ja, Lothring hat noch 8000 Mann vor Ort. Ja, Gott sei Dank, endlich gestack-wiped. Ey, pack mal alle eure Soldaten auf Lothring und stürmt die Burg. Schon, komm schon. Mag preußische Soldaten, ich halte jetzt nicht vor, die zu opfern. Zumal ich schon 30.000 Mann in dem Krieg verloren habe. 20. Ja, 22 nicht. Mensch, wie lange brauche ich denn, um Bad Weiß zu belagern? Das ist ja furchtbar. Achso. Die halten sich gut. Ja, ich hab da noch 30.000 Mann. Kriegsstand, Heiko. Ja, jetzt warte noch bis. Gut, Lothring braucht noch eine Weile. Ey, Badweiß ist durch, ja. Also, wenn du. Böhmen ist ja der Hauptkriegsgegner. Das heißt, wenn du alle Belagerung. Warte mal, wenn du alle. Ja, das kann ich machen. Bayern entlassen. Aber das haben wir eine Provinz, soll ich wirklich? Will ich nicht mal meine Armee sortieren. Ich soll so einiges machen. Die Linken haben durchaus recht in vielen Punkten, genauso wie die Rechten in vielen Punkten recht haben. Jede Ideologie hat irgendwo Punkte, in denen sie recht haben. Aber es geht ja ums Große und Ganze und das ist manchmal einfach nur Schwachsinn. Rechte haben in manchen Punkten recht. Das wäre ja keine Ideologie. Also ich meine, würde eine Ideologie, egal was sie sagt, wenn es falsch wäre, dann wird der keine Folge. Heiko, du kannst Lord Schnee eigentlich bannen, er ist nur ein Troll. So ich weiß, dass er ein Troll ist. Hey, Camp uns erstellt. Baden-Württemberg, ja, Baden-Württemberg, das geht gerade ziemlich vor die Hunde, weil die ganzen rechten CDUler wählen jetzt die AfD. Die einfach nur zufrieden sind, die wählen momentan die Grünen, weil die halt in der Regierung sind. Und die liberalen CDUler wählen die FDP, die bei uns bei 8% liegt. Anders formuliert, irgendwie die Stimmen verteilen sich so, dass quasi keine Koalition mehr zustande kommen kann, außer Schwarz-Grün. Das ist so schlimm, ist Schwarz-Grün ja nicht, außer natürlich... Außer natürlich, du möchtest die Fehler, die Grünen gemacht hat, rückgängig machen. Und das geht natürlich mit Schwarz-Grün nicht. Es sei denn, die Schwarz haben so viel mehr, dass sie kriegen kaum was zu sagen. Heiko, du musst den Rest von Köln wieder besetzen. Ja, ich weiß. Ah, das ist gut getan. Heiko, du hast nicht genug Mann, um Lothring zu belagern. Nicht? Nee. Ach, tatsächlich. Ich habe übrigens auch Hessen entlassen. Ja, ich hab's gesehen. Kannst du ziemlich viel nennen jetzt. Also, ich will ja nichts sagen, Heiko, aber wenn du dir noch lange... Na, hat sich ja erledigt. Ich würde sagen, wenn du noch lange Zeit lässt, dann hat Köln wieder eine größere Armee.
Heiko, wo sind deine ganzen Soldaten? Die pumpen gerade richtig ihr Geld weg. Du musst sie schnell besetzen, sonst hast du bald, kannst du bald nichts mehr erobern. Hat sich erledigt. Die haben kein Geld mehr. Ah, okay. Also Heiko, hattest du nicht irgendwann mal über 100.000 Mann? Jetzt habe ich mehr Soldaten, glaube ich, als du. Ja, das kann schon sein. Ich ein bisschen über was von... Österreich, Wüstenfuchs. Des Wahnsinns. Ich habe noch genug Geld, um einen sehr, sehr langen Söldnerkrieg zu führen. Ich okay. auch. Ich habe 2.300 Soldaten. Ich glaube, wenn wir beide uns den Krieg erklären, dann freut sich der Litauer und der Niederländer. Das wird ein Weltkrieg geben, Heiko. Dann erklärt sich der deutsche Ort für unabhängig und mit dem gleichen Zug alle, alle Nachbarregionen ein. Der deutsche Ort existiert noch. Ja, existiert noch. Aber es ist ein Vasall von Russland. Alter, erobert Königsberg zurück und annexiert dann die deutschen. Was passiert denn sonst gerade so auf der Welt? Ich schnappe mir ein bisschen was im Pazifik. Also, weil ich da gerade was mit Skandinavien und Aragon und so gelesen habe. Dann machen wir wie Hostzeiger? Weiß nicht. Also, der Krieg zwischen Georgien und dem Süden ist vorbei. Georgien hat eine Provinz genommen. Preußen als unrechtmäßiges Reichsterritorium. Aber ich Skandinavien. Skandinavien hat. Nee, doch nicht. Heiko, Reichsrecht ist für mich genauso wie EU-Recht. Unnötig und benutzt die keiner. Korea hat britische Kolonialgebiete erobert. Heiko, ich habe eine größere Flotte als du. Na ja, gut, ist schon nicht schwer. Nein, habe ich nicht tatsächlich sogar. Hat die Schiffe. Also das interessanteste Gebiet ist noch mit der südliche Kontinent. Da gibt es richtig viele kleine Fraktionen. Und die Niederlande, die die Hälfte besitzen. Ja. Jetzt haben wir mal noch ein paar. Aber der Krieg zwischen Niederlanden und Kastilien wütet noch. Belagerung dauert halt ein bisschen noch. Aber die Niederlande scheinen klar im Vorteil zu sein. Oh Gott, Hulk, was ist passiert? Ich hab, glaub, einen General mit 6 im Angriff gezogen. Ah, verdammt, nein, wir haben ja inzwischen Fernkämpfer, oh Mann. 6 also, Schock ist für Kavallerie. Es gibt aber noch immer Nahkampf, Hulk. Ja, es gibt auch noch Nahkampfphasen, so ist nicht. Okay, gut. Gerade für Schock, Kavallerie, für Kavallerie ist Schock gut. Köln marschiert doch mein Territorium, Hulk, ich kann sie nicht aufhalten. Ja, die SPD, bei uns haben, in Baden-Württemberg haben sie schon Angst, dass die SPD die 5%-Hürde nicht mehr schafft. Liegt momentan bei 12% oder so. Ja, und die liegen bei 12% und haben die Angst, die 5%-Hürde. Ja, weil sie massiv verlieren die ganze Zeit. Also die fallen und fallen und fallen und hören nicht mehr auf. Statistiken. Ich meine, aber es ist richtig cool, die müssen auf die Seite Wahlrecht gehen, also da werden die ganze Zeit so Statistiken gepostet. Da sind dauerhaft irgendwelche AfDler, die behaupten, dass die ganzen Wahlen gefälscht sind, weil ansonsten würde ja jeder fünftige Mensch die AfD wählen und die AfD müsste eigentlich bei 80% oder mehr liegen. Genau. Und die glauben das wirklich, die sind davon fest überzeugt. Die Nazis sind bei 80% gewesen. Eben, niemand. Ich meine, wenn es mal jemand schafft, was zu sagen, wo 80% aller Menschen zustimmen, dann ist der gut. Merkel? Dann, die hat es früher mal geschafft, aber also, das ist schon eine Weile her. Wenn du eine Wahl hast, wo 80% eine Partei wählen, dann hast du keine Wahl gehabt. Dann war das ja, echt so. Dann war irgendwas nicht in Ordnung. Selbst die große Koalition, die jetzt regiert, hat kaum 80%. Und das also die DDR hat immer 100%. Nein, immer 98%. Warum? Gut, ein paar Leute haben dagegen gestimmt. Damit jeder denkt, er wäre derjenige, der anders gewählt hat. Marius, man konnte in der DDR nicht anders wählen, man konnte nur keine Stimme abgeben. Ja gut, das stimmt. Da gab's nur eine Liste. Ja. Was? Ich bin in den letzten Tagen ziemlich sauer auf die EU. Ich bin zwar eigentlich ein EU-Freund, aber was sie in letzter Zeit abziehen. Was machen sie denn? Flüchtlingskrise. Ja. Verkacken die total. Schon ein bisschen. Sind sich halt nicht einig, was sie machen wollen. Man macht das eine oder das andere, aber beides auf einmal funktioniert halt nicht. Mich stört vor allem, wenn man dann auf doofes EU-Recht bezieht und sagt, die Länder dürfen ihre Grenzen nicht mehr schützen. Nicht, ich bin auch dagegen, dass die Grenzen ihre Länder schließen. Die Länder ihre Grenzen schließen, ja, das. Genau. Weil das bringt doch eh nichts. Sie lieber die Flüchtlinge reisen doch nicht wie normale Reisende. Du müsstest einen Zaun um jedes EU-Land herum bauen.
Oh, das würde manche auch nicht stören. Wollte Frontex das nicht mehr machen? Eine Aussage um die gesamte EU und Frontex. Ich finde es eh so witzig. Noch Anfang letztes Jahres haben sie Schiffe losgeschickt, um die Flüchtlinge zu schützen. Und jetzt haben sie welche, um sie wieder zurückzuschicken. Ja. Denen fehlt einfach der Anstand, anderen Menschen zu helfen und wenn es mal schwierig wird, ihnen weiterzuhelfen. Ich glaube, die Diskussion habe ich mit Flemmi schon mehr. Egal, das will ich heute nicht. Weißt du, Flemmi, ich habe jetzt keine Wieso Lust vor ein paar Monaten war doch jeder dafür, oder vor ein paar Jahren, war doch jeder dafür, den Flüchtlingen zu helfen. Und auf ich einmal, war schon damals. Ja, damals waren es auch noch nicht so viele. Ja, genau. Und auf einmal, wo es ein paar mehr werden, als man erwartet hat, sagt man, nee, wir können niemandem mehr helfen. Ein paar mehr. Ach, 1-2 Millionen Menschen. Als ob das hier ein Problem gewesen wäre. Ja, es ist ein Problem. Weißt du, wenn wir unsere Statistiken korrigieren, dann haben wir 3 oder 4 Millionen mehr Arbeitslose. Nein, nur 1 Million mehr. Also in die Linke hat da mal was veröffentlicht. Nein, alle Leute, die in Maßnahmen stecken, gelten nicht als arbeitslos, auch wenn sie nicht. Die haben wir erwähnt, die haben alles, was so man eigentlich als arbeitslos bezeichnen würde, aber nicht als arbeitslos gewertet wird, genommen und mal aufgelöscht. Und es waren circa nochmal 1 Million mehr. Wir hatten aber trotzdem noch mit unter die niedrigste Arbeitslosenquote in Europa. Ich hatte gehört, dass es etwa die Hälfte der. Die Statistik kam von Linken, dass die haben das sogar noch nach oben korrigiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich hatte was anderes gehört, aber es kann auch sein, dann nehmen wir halt 1 Million. Guck mal, da haben wir 1 Million. Guck mal, wir haben doch jetzt 1 Million extra Leute in Deutschland. Oh. Die nicht arbeiten. Müssen wir jetzt wirklich. Arbeitslose arbeiten doch auch nicht. Ja, die will auch keiner haben. Und Arbeitslose beziehen mehr Bezüge als Flüchtlinge. Ja, aber die sind ja auch in Deutschland geboren. Ja, und da hofft man ja auch, dass sie irgendwann mal arbeiten. Und wenn sie nicht arbeiten, dann kriegen sie Sanktionen. Die nicht arbeiten wollen, geben sich alle Mühe, keine Sanktionen zu kriegen. Ja, sind zum Glück nur ein paar. Ja. Gleich die Fehlerquote. Glückwünsche hiermit die Gründung der Todessternchen East India Trading Company. East India Trading. Skandinavien hat mal ein komplettes Land geschluckt. Hast du jetzt erst mitgekriegt? Ja. Du musst dich gegen Skandinavien in Acht nehmen. Ich muss ja sagen, ich war schon damals dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich wusste, dass das passiert. Ich war schon damals nicht so mainstream. Ich war schon damals dafür, Menschen nicht zu helfen. Ja, und? Problem damit? Das lässt sich nicht in einem guten Licht dastehen. Also, das stört ihn ja nicht, er ist ja recht. Man kann ja alle guten Argumente vorbringen, wie man möchte, aber zu sagen, ich möchte niemandem helfen, ist keine wirklich vertretbare Position. Ich möchte niemandem helfen, an dessen Leid ich nicht Schuld habe. Du trägst an dem Leid schuld, unser Konsum ist an dem Leid schuld, die gesamte europäische Politik. Ja. Ich finde schön, also unsere Wirtschaftslehrerin hat neulich mal ungefähr, die hat das verglichen, alles mit dem Zweiten Weltkrieg, dafür können wir, nichts. Haben wir nicht uns alle gefreut, als der islamische Frühling, oder wie hieß der? Arabische Frühling ausgebrochen ist, da waren wir doch alle ganz froh drüber. Das ist auch nur eine, man könnte das, was jetzt passiert, als eine Folge davon bezeichnen. Ja, es tut uns, ja, wir haben gut gelebt und die haben halt irgendwann mal festgestellt. So ja klar, Waffen nach Syrien, die Rebellen brauchen da Hilfe von uns. Ja, ich möchte mal was anmerken. Wer hat jetzt nochmal die Waffen? Assad, IS, also die Rebellen haben davon nur noch 30.000. Die Rebellen sind halt tot, da kann man auch nicht. Wer konnte denn auch davon ausgehen, dass die Russen die Rebellen so dermaßen in den Arsch ficken, dass da quasi niemand mehr lebt? Heiko, das sind Russen. Die Russen nehmen die Rebellen dermaßen auseinander, das ist nicht mehr feierlich. Die haben nichts mehr, die haben denen alles weggenommen, was sie hatten. Die haben keine Versorgungslinien mehr und gar nichts. Ich weiß es, ich gucke Russia Today. Heiko, ja.